Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne, liebe Zuschauer. Ave Artvig, morituritis allutant. Manchmal zeigt uns ein Blick in die Vergangenheit den Weg in die Zukunft. Manches Mal aber auch der Weg in die Barbarei. Bis in das 20. Jahrhundert hinein existierte eine kulturelle Einheit des europäischen Kontinents. Ach, schreibt die AfD jetzt schon eigenhändig die Geschichtsbücher um? Wir waren das wissenschaftliche, kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum der Welt. Roland, zieh die Scheuklappen ab, du schwurbelst schon wieder. Die Einheit der europäischen Kultur zerbrach mit dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution in Russland. Das stimmt aber nur, wenn man Russland zu Europa zählt. Dann stieße die europäische Grenze aber direkt an China, Afghanistan und den Iran, was eine reichlich großzügige Auslegung des Begriffs Europa wäre. Der Zweite Weltkrieg brachte den endgültigen Abstieg Europas. Wohl hauptsächlich, weil die Vorgängerpartei der AfD erst in Deutschland, dann im Rest der Welt verwüstete, was verwüstbar war. Lag der Anteil der Europäer an der Weltbevölkerung im Jahr 1900 noch bei 25%, so beträgt er heute weniger als 10% und er sinkt kontinuierlich weiter. Ach ja, die guten alten Zeiten der souveränen Vorherrschaft einer weißen Minderheit, von denen die AfD so gerne träumt. In Wirtschaft und Forschung sind wir inzwischen weit hinter den Vereinigten Staaten und Asien zurückgefallen. Wenn man bedenkt, was wir alles von den Chinesen und Indern geklaut haben und was die USA lange vor uns entwickelt hatten, ist das schon eine reichlich einseitige und parteiische Darstellung der Geschichte der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung auf diesem Planeten. Auch politisch haben wir an Einfluss verloren. In Europa, westlich des ehemaligen Eisernen Vorhanges, ist zudem ein rasanter Verfall der europäischen Kultur zu beklagen. Hier wäre vor allem der Verfall der Redekultur zu erwähnen, der seit dem Einzug der AfD in den Bundestag immer wieder neue Tiefen definiert. Die aktuelle heutige Stunde ist Symptom dieses Niederganges. Und einer der Vertreter offener Barbarei spricht gerade. Vor 8 Jahren haben wir einen bewaffneten Konflikt mitten in Europa, der vom Mentor der AfD, Wladimir Putin, vom Zaun gebrochen wurde, der für viele zur Normalität geworden ist und mit dem wir uns heute nur deshalb wieder beschäftigen, weil er zu eskalieren droht. Da Putin einmal mehr mit dem Säbel rasselt und den starken Mann spielt, um sein eigenes Volk vor den ungelösten Problemen im eigenen Land abzulenken. Patriotismus lässt Hunger und Armut vergessen. Die Bundesregierung hat fast immer eine unausgewogene, ideologisch eingefärbte Sicht auf diese Welt. Das ist ja so gemein. Alle sind gegen Putins Säbelrasseln, nur die AfD besteht aus lauter Putin-Verstehern. Herr Staatsminister Roth hat uns heute dafür wieder ein sehr eindrucksvolles Beispiel geliefert. Der einseitige Fingerzeig auf russische Truppenbewegungen im Titel der von ihr aufgesetzten Aktuellen Stunde ist hierfür ein Beispiel. Wenn jemand sich als Kriegstreiber betätigt, sollte man das schon erwähnen, Roland, oder? Zu den gegenwärtigen Truppenbewegungen der NATO von rund 30.000 Soldaten hört man von der Regierung und von den Medien so gut wie nichts. Warum sollte man Gegenmaßnahmen zu anderer Länder Kriegstreiberei explizit erwähnen? Wir leben heute in einem Klima der politischen Korrektheit und der repressiven Toleranz. Das Oxymoron repressive Toleranz klingt ein bisschen nach glühend heißes Eis. Ihre Toleranz, meine Damen und Herren, endet doch sofort, wenn andere, wie wir, ihrer Meinung nicht folgen. Ach, und umgekehrt ist das anders? Es ist reichlich verlogen, den anderen das vorzuwerfen,
was man selbst inbrünstig praktiziert. Und das belegt ja auch wieder die heutige Debatte und vor allem belegen das Ihre polemischen Zwischenrufe. Ja, Roland, wir alle wissen, dass die AfD so etwas nie tun würde. Was nicht dem verordneten Zeitgeist in Deutschland entspricht, wird ausgegrenzt, unterdrückt und bekämpft. Genau. Und wenn die Journalisten nicht das berichten, was man selbst gerne hören möchte, dann verprügelt man sie halt ein bisschen oder erteilt ihnen Hausverbot. Das gilt für den Umgang mit den eigenen Bürgern, genauso wie mit denen unserer europäischen Nachbarn, den Polen, den Ungarn und den Russen. Hier werden ganz gezielt Zerrbilder geschafft, aus denen dann Feindbilder entstehen. Die einzigen Zerrbilder schaffen doch die AfD und ihre neuen Kumpels von der Schwerdenkensekte. Kein normaler Mensch würde Putin in den Allerwertesten kriechen, wie die AfD das tut. Die lassen es dann als legitim erscheinen, dem anderen mit Sanktionen seinen Willen aufzuzwingen. In der Diplomatie sind Sanktionen ein legitimes Mittel, wenn man nicht vorhat, einen Krieg zu führen. Irgendwie muss man nun einmal reagieren, wenn ein einfaches Bitte, bitte nicht hilft. Und wenn das nicht hilft, dann glaubt man in Deutschland verbieten und nach außen militärische Stärke zeigen zu müssen. Ich frage mich ernsthaft, welche Außenpolitik der AfD so vorschwebt, wenn sie die simpelsten diplomatischen Gepflogenheiten derart vehement ablehnt. Das war einmal anders und wir arbeiten daran als AfD-Fraktion, dass es auch wieder anders werden wird. Dann können wir nur hoffen, dass die AfD nie die Gelegenheit erhält, mit derartiger Haruk-Diplomatie einen dritten Weltkrieg anzuzetteln. Europa war in seiner nationalen Vielfalt einmal geeint und nicht in seinen Unterschieden getrennt. Und wann soll das genau gewesen sein? Es gab eine positive Neugier für diese Unterschiede. Machen Sie doch gerade den Reichtum unseres Kontinents aus. Spricht da jetzt plötzlich Roland der Europäer? Europa war einmal mehr als ein gemeinsamer Markt und ein militärischer Brückenkopf der USA. Ich wiederhole meine Frage von vorhin. Wann genau soll das gewesen sein? Im Römischen Reich? Es war ein geistiger Entwurf, der die europäischen Völker auf Basis ihrer gemeinsamen Herkunft und Entwicklung verband. Jetzt fantasiert der Roland sich aber ein Europa zusammen, das es so nie gegeben hat. Gegründet auf den zuerst in Griechenland entwickelten Grundsätzen der Demokratie, dem römischen Recht, der Renaissance und der Aufklärung, die leider wieder verloren zu gehen droht, und der Freiheitsliebe der Germanen. Wow, die Freiheitsliebe der Germanen. Das ist so bescheuert rassistisch und nationalistisch, dass man es sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Germanische Freiheitsliebe. Diese Freiheitsliebe verbindet uns mit den Ländern Osteuropas. Ich fürchte, er meint tatsächlich die osteuropäischen Völker, die Hitlers Schergen vor 80 Jahren brutal versklavt und umgebracht haben. Die ihre Eigenständigkeit gegen viele Herausforderungen und nun auch gegen eine zentralistische Europäische Union verteidigen. Das klingt nach fortgeschrittenem Realitätsverlust. Da solltest du etwas dagegen tun, Roland. Wir wollen ein Europa der Vaterländer. Warum kein Europa der Mutterländer, wenn wir eh schon alles über den Haufen werfen, was wir so mühsam aufgebaut haben? Und den Rückbau der zentralistischen Union in eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Warum hört sich der Begriff Rückbau aus dem Munde eines Roland nur so furchtbar nach Rückschritt und Rückkehr zu alten Seilschaften aus unseligen Zeiten an? Wie sie jahrzehntelang erfolgreich bestand. Wenn dem wirklich so gewesen wäre, hätte man das nicht auf die heutige EU aufgebohrt. Never change a running system. Das Problem neben dem Verlust der Staatsidee ist zunehmend auch der Verlust der europäischen Idee zu beklagen.
Ach Roland, wenn man derart gewichtige Behauptungen aufstellt, sollte man sie schon sehr minutiös herleiten, bevor man sie in den Raum stellt. Als Konsequenz bleibt der europäische Raum auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer in zwei einander gegenüberstehende Lager geteilt. Nicht mehr. Der Brexit ist gelaufen, also gibt es nur noch Europäer, Faschinskis und Orbans. Was, summa summarum, eher drei wären. Dass diese Trennlinie nun durch die Ukraine verläuft, ist besonders dramatisch. Ist es jetzt auf einmal dramatisch, was Putin mit seiner Annexion angerichtet hat? Welch plötzlicher Gesinnungswechsel. Die Ursprünge Russlands liegen in Kiew. Wobei das Kiewer Rus aber schon allein räumlich nichts mit dem heutigen Russland zu tun hat. Die Bevölkerungen beider Länder sind durch unzählige familiäre Bande eng miteinander verbunden. Das träfe aber auf jedes Land zu, das zum Staatsgebiet der ehemaligen UdSSR gehörte. Wenn die eh alle zusammengehören, stellt sich die Frage, warum man die UdSSR dann überhaupt aufgespalten hat. Hier wird gewaltsam getrennt, was zusammengehört. Und was genau gehört da warum zusammen? Soll das eine halbherzige Rechtfertigung für die Annexion der Krim sein? Wir dürfen auf gar keinen Fall den Stimmen derjenigen folgen, die nun die letzten Brücken einreißen und weiter an der Spirale militärischer Eskalation drehen möchten. Plädiert der Roland hier ernsthaft dafür, ihn und die Position seiner Partei bitte, bitte nicht ernst zu nehmen? Aus den Trümmern eines dritten großen Krieges wird Europa nicht wieder auferstehen. Das sehe ich auch so. Wir brauchen daher dringend einen Neustart in Europa unter Einbeziehung Russlands. Gütiger Aton, schmeiß Intelligenz vom Firmament. Auf Dauer wird es Sicherheit in Europa nur mit und nicht gegen Russland geben. Nicht in der Form, die Putin und seinen Sprachrohren im Deutschen Bundestag vorschwebt. Nur ein wirklich demokratisches Russland könnte diesen Wunsch erfüllen. Vielen Dank. Danke wofür? Uns für 5 Minuten gelangweilt zu haben? Disclaimer: Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.